In der Tischlerlehre lernt man super viel, vor allem im Umgang mit Maschinen. Eine bleibt da aber immer ein bisschen auf der Strecke und das ist die Bandsäge. Die wird in den meisten Tischlereien höchstens noch verwendet, um Brennholz zu schneiden. Zumindest war es bei mir der Fall und auch bei vielen aus meiner Klasse. Dabei kann die einiges. Zum Beispiel sowas hier. Das hier habe ich nur mit Hilfe der Bandsäge gebaut. Und das ist eigentlich so ein super Einsteigerprojekt, denn da haben wir alles mit dabei. Wir haben da Längsschnitte, Querschnitte, Auftrennschnitte und auch Schweifschnitte. Und wenn ihr Lust habt, das nachzumachen, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Aber als erstes zur Holzauswahl. Denn da könnt ihr eigentlich, das ist perfekt zum Restholz verwerten, da könnt ihr nehmen, was ihr so über habt. Ich habe mich jetzt hier für so ein Reststück Ahorn entschieden und ein bisschen Zwetschge. Und das möchte ich verleimen, damit ich so ein bisschen abwechselnd Ahorn und Zwetschge habe. Aber vorm Verleimen müssen wir das Ganze natürlich noch aushobeln. Also ab an die Hobelmaschine. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum hier die PT107 steht und nicht mehr die PT310, wir wollten die hier einfach mal ausprobieren und Wolfgang hat die auch schon schön eingestellt, dass ich jetzt perfekt hobeln kann. Während ihr jetzt gerade nicht hingeschaut habt, habe ich die Zwetschge einmal in der Mitte durchgeschnitten. So kann ich die jetzt hier links und rechts von meinem Ahorn legen, sodass sie den richtig schön umarmt. Und genauso will ich es gleich verleimen. Und deswegen zeichne ich wie immer ein Tischlerdreieck drauf, damit ich gleich nicht durcheinander komme. Und jetzt kann ich eigentlich Leim drauf machen und dann stapeln. Letzte Schicht. Gut, und zum Verleimen kippe ich das jetzt einmal um. So habe ich unten schon gleich die Gerade, wo es drauf liegen kann. Jetzt kann ich es einmal umdrehen. So. Fertig. Nachdem ich mir meine Form aufgezeichnet habe, werde ich diese Form ausschneiden. Und dann nehme ich hinten sozusagen die Rückwand auch mit der Bandsäge einmal weg. Wir müssen einmal das Blatt wechseln. Mit dem dünneren Blatt kann ich dann in den Korpus reinfahren und sozusagen den Schubkasten rausnehmen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich den Korpus am Sägeschnitt wieder zusammenleimen.
und dann die vorher abgetrennte Rückwand wieder dranleimen. Dann habe ich eigentlich meinen Korpus schon. Dann kümmere ich mich um die Schublade. Das ist ja bislang nur ein Klotz. Da säge ich auch einmal Vorderteil und Hinterteil ab und habe dann meinen Schubkasten über. Da nehme ich mir dann auch wieder einen Teil raus. Und leime dann Vorder- und Hinterstück wieder an. Wichtig, passt auf, dass ihr auch die richtige Seite nehmt. Also falls ihr da durcheinander kommt, dann markiert euch die Sachen, zeichnet euch da dran, welches jetzt das Vorderstück ist, wie rum es gehört. Dann habt ihr ein bisschen weniger Stress beim Verleimen. Das Ganze muss dann natürlich noch schön verschliffen werden, aber sollte dann perfekt in meinen Korpus reinpassen. So, die Zwingen habe ich schon mal abgemacht und jetzt muss ich hier nochmal schleifen, denn das ist noch nicht so schön, da sind halt noch die ganzen Sägeschnitte. Das wollen wir weghaben und dafür habe ich mir jetzt hier den Tellerschleifer mal auf die Hobelbank geholt, denn damit kann ich jetzt auch die Rundung super schön nochmal nachschleifen, weil da habe ich ein bisschen geschlumert. Und damit wir uns an den Kanten nicht schneiden, habe ich jetzt hier nochmal einen 2 mm Rundungsfräser eingespannt, um nochmal eine Zweierrundung anzufahren. Wir sind fast am Ende, wir können gleich die Oberfläche machen, aber zwei Dinge habe ich noch. Zum einen rutscht mir mein Schubkasten zu tief rein, das kommt durch die Sägeschnitte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache hier, wie man das von großen Schubkästen kennt, einen Stoppklotz hinten rein. Das ist jetzt ganz plump hier so ein Stück Multiplex, aber das passt perfekt. Deswegen nehme ich das. Außerdem brauchen wir noch irgendwas, um den Schubkasten rausziehen zu können, das heißt einen kleinen Griff. Und dafür habe ich ein Reststück Ahorn, das ist einfach beim Arbeiten hier übergeblieben. Und das kann ich einfach hier vorne draufleimen. Was machen wir jetzt? Wir lösen jetzt erstmal die Zwinge. Und dann? Dann kommt Sanding Sealer da drauf. Oh, was ein Zufall, er steht schon hier. Ich habe nämlich beschlossen, ich mache hier mal was anderes als Öl. Ich mache wieder meine Lieblingsmischung, Sanding Sealer und Aquawachs. Alle, die mein Wachsvideo gesehen haben, wissen, das ist mein heimlicher Favorit. Für alle, die es nicht gesehen haben, ich verlinke es euch mal hier oben. Zu guter Letzt habe ich jetzt das Wachs noch mal ein bisschen aufpoliert. Jetzt ist die super schön und glänzend. Wenn ihr Bock habt, sowas nachzubauen, euch aber noch fragt, was für eine Form will ich denn da überhaupt nehmen, guckt mal im Internet. Bei Pinterest, bei Google, da gibt es so viele Ideen, von ganz einfach bis auch ein bisschen anspruchsvoller. Also ich habe mich da auch inspirieren lassen und habe auch noch ein paar andere Dinge gesehen, die ich auch gerne mal ausprobieren würde. Und wenn euch diese Idee gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, abonniert auch gerne den Kanal und drückt die Glocke, dann verpassen wir uns beim nächsten Mal nicht. Bis dahin, tschüssi!